Ein Prozessoptimierer hilft Ihnen, Ihre Abläufe im Unternehmen effizient zu gestalten und damit die Kosten im Unternehmen deutlich zu senken. Was ein Prozessoptimierer dafür alles mitbringen muss und wie er dabei vorgeht, das klären wir in diesem Video. Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Wenn Prozesse nicht rund laufen und die Prozessziele nicht erreichen, dann kommen die Prozessoptimierer ihre Arbeit. Ich habe mich entschieden, in diesem Video die Aufgaben des Prozessanalysten und die eines Prozessoptimierers gemeinsam zu besprechen, weil ich bisher noch kaum ein Unternehmen kennengelernt habe, was reine Prozessanalysten beschäftigt. Also in allen Unternehmen, große wie kleine, in denen ich bisher war, haben die Prozessoptimierer die Aufgabe des Prozessanalysten mit übernommen und deswegen machen wir das in diesem einen Video gemeinsam. Damit sind wir auch schon beim Thema. Der Prozessoptimierer optimiert nicht einfach so durch die Gegend, sondern er bekommt vom Prozessverantwortlichen dafür einen klaren Auftrag. Und dieser Auftrag entsteht, weil eine oder mehrere Prozesskennzahlen, wie zum Beispiel die Durchlaufzeit oder das Volumen, nicht den Zielen entspricht und negativ abweicht. Und durch diese Verbesserung des Prozesses sind die Prozesskennzahlen eben wieder in den Toleranzbereich zurückzubringen. Also ohne eine Prozesssteuerung mit einer kontinuierlichen Messung der Prozessleistung kann kein zielgerichteter Auftrag an den Prozessoptimierer erteilt werden, weil er weiß ja nicht, was er da eigentlich wirklich optimieren soll. Und das ist einer der größten Knackpunkte in den Unternehmen. Es fehlt an der Prozesssteuerung und damit auch an der Messung von Prozesskennzahlen. Eine weitere Voraussetzung für die Arbeit des Prozessoptimierers ist es, dass es überhaupt schon einen Prozess vorlebt und den überhaupt schon gibt. Und ist das nicht der Fall, dann ist erstmal ein erster Prozess vom Prozessverantwortlichen mit dem Prozessmodellierer im Rahmen der Prozessaufnahme zu erarbeiten. Zum Thema Prozessaufnahme haben wir da hier auch ein vertiefendes Video entsprechend erstellt, was Sie hier mit ansehen können. Das sind also alle Punkte mit besprochen, wie man den Prozess Schritt für Schritt wirklich aufnimmt und das Wissen aus den Köpfen der Mitarbeiter und Kollegen eben herausbekommt. Also schauen Sie es mal mit an. Wir unterstellen aber jetzt, dass es einen Prozess gibt und der läuft halt nicht so, wie er laufen soll. Und der Prozessoptimierer hat nun jetzt den Auftrag, die Sache in den Griff zu bekommen. Dabei bringt der Prozessoptimierer aber zwei entscheidende Fähigkeiten mit, die lange trainiert werden müssen. Erstens, er sucht im Rahmen der Prozessanalyse nach den wahren Ursachen für das Problem, für das Prozessproblem. Und die besondere Fähigkeit des Prozessoptimierers bei dieser Suche besteht nämlich in einer möglichst großen Objektivität oder besser Unvoreingenommenheit gegenüber der Sache, das Problem oder die Aufgabe. Der Prozessoptimierer untersucht damit Daten zum Prozess, er macht Beobachtungen am Ort des Geschehens, dem sogenannten Gemba, er führt Interviews, er zieht Vergleiche und Benchmarks heran aus seiner eigenen Branche oder eben auch branchenübergreifend. Der zentrale Punkt dabei ist wirklich, dass sich der Prozessoptimierer zunächst lösungsfrei an das Problem durch die Analyse herantastet. Und gerade dieses lösungsfreie Denken fällt am Anfang sehr, sehr schwer und muss wirklich trainiert werden. Denn oft oder allzu oft verfallen wir alle dem Reflex, das machen wir so und dann machen wir das und dann wird alles gut und besser. Denken Sie oft an den Satz hier, ja, wenn das neue Warenwirtschaftssystem erst eingeführt ist, dann läuft es rund, dann wird alles besser. Nee, das tut es eben nicht, sondern man muss sich da wirklich ranarbeiten und durch die Probleme durchfressen und nicht einfach nur ein Software-Tool einführen. Mit welchen Methoden arbeiten jetzt nun die Prozessoptimierer? Zuallererst mal mit dem gesunden Menschenverstand. Durch genaues Hinsehen und Hinterfragen lässt sich ja schon ganz, ganz viel verändern. Und was der Prozessoptimierer wirklich darauf achtet, sind die sogenannten 8 Arten der Verschwendung. Und wer sich dafür interessiert, auf welche 8 Arbeiten man in seinem Unternehmen völlig für die Katz arbeiten kann, für den haben wir auch hier ein tolles Video gemacht. Schauen Sie mal mit rein, das sind also die 8 Arten der Verschwendung genau erklärt und wie man diese auch bemerken kann. Sind die Probleme und Ursachen für dieses Prozessproblem mit Methoden aus dem Lean Management oder auch aus dem Six Sigma wirklich herausgearbeitet, dann werden verschiedene Lösungen für das Problem untersucht. Und da ist auch wieder ganz wichtig, dass man eben verschiedene Lösungsmöglichkeiten zu untersuchen und nicht alle auf die allererstbeste drauf zu springen. Und gerade dieses Erarbeiten eines Lösungsraumes, also man kann ja sagen, nee, wir tun jetzt nichts, wir haben die Lösung A, wir haben die Lösung B und die Lösung C, mit verschiedenen Alternativen ist eben die Stärke des Prozessoptimierers. Das herauszuarbeiten, was ist Pro und Contra von verschiedenen Lösungen und dann einen Vorschlag zu empfehlen, aber immer grundsätzlich, es gibt nie nur eine einzige Lösung, wir müssen das so machen, sondern es gibt immer einen Lösungsraum.
Und durch die Bewertung dieser Alternativen werden die jeweiligen Vor- und Nachteile eben dieser einzelnen Lösungen vom Prozessoptimierer herausgearbeitet, weil damit vermeidet man eben Schnellschüsse, die sich am Ende des Tages als wenig wirksam, aber als umso teurer herausstellen. Der Prozessoptimierer geht damit systematisch vor wie ein Wissenschaftler und nicht nur schnell. Ne? Also er bedient sich dabei den bekannten Vorgehensmodellen, zum Beispiel wie PDCA, dieses Plan, Do, Check, Act oder eben auch DMAIC wie Define, Measurement, Analysis, Improvement und Controlling. Aber wie wird man jetzt eigentlich Prozessoptimierer? Wie kommt man es dahin? Indem man eben eine entsprechende theoretische und praktische Ausbildung durchläuft. Das kann zum Beispiel im Lean Management oder im Six Sigma sein oder eben auch im Business Process Management Professional. Und da gibt es eben auch verschiedene Erfahrungsstufen. Bekannt ist da das typische Belt-System im Six Sigma, was sich an den Gürtelfarben aus dem Kampfsport orientiert. Da gibt es als Einstieg quasi zum Reinschnuppern die White Belts. Und wenn man ein bisschen mehr Erfahrung hat, dann kann man so ein Yellow Belt Training machen. Es gibt Green Belts und es gibt Black Belts und es gibt Master Black Belts. Also es orientiert sich so an den fernöstlichen Kampfsportarten. Aber in jedem Fall ist neben einer theoretischen Ausbildung auch eine langjährige Erfahrung von ganz, ganz großem Vorteil. Speziell, wenn man also in einem Workshop gegen Schnellschüsse und für ein systematisches Vorgehen argumentieren muss, wenn man also bestimmte Leute wirklich auch bremsen muss, ja, da müssen wir genau das machen, ist doch völlig offensichtlich, dann braucht es schon ein gewisses Standing und Rückgrat, um vor allem gegenüber Vorgesetzten da auch dann wirklich den methodisch sauberen Weg einzuhalten, damit man eben keine Schnellschüsse macht. Und wenn Ihnen unsere Reihe zu den Rollen im Prozessmanagement wirklich gefallen hat, dann Daumen hoch und abonnieren Sie unseren Kanal, damit Sie keine Videos zum Prozessmanagement mehr verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.